So, jetzt können wir es eigentlich laufen lassen, ne? Bis die letzte Welle kommt. So, dann kann das Ganze hier losgehen so langsam. Oh, wieder Kohle gefunden. Gut, 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 gut. Ja, und was haben wir hier gefunden? Einen Sonnenpilz. Der Sonnenpilz ist cool. Er kann auch was. Kleine Sonne am Anfang, große Sonne später. Genau. Bei 750 kann ich mir das erste Item kaufen. So. Das hier wird eine etwas härtere Runde, sehe ich schon. So, mal überlegen, wie machen wir es. Also, wir nehmen mit Sonnenblume. Wir nehmen mit DJ auf jeden Fall. So, wir nehmen mit normalen P-Shooter. Wir nehmen mit Eisshooter. Nehmen wir noch mit. Ich hoffe einfach, dass der Repeater jetzt eine clevere Wahl ist. Würden wir sagen, let's rock. Ja, im Prinzip, dieser Sonnenpilz hier ist so eine Art Sonnenblume im Kleinformat. Spuckt nur wenige kleine Blumen aus. Kleine Blumen, kleine Sonnen, keine Blumen, ja. Kleine Sonnen aus, aber diese kleinen Sonnen bringen auch immerhin 15 Energie. Aber diese Pilze wachsen später und werden wie eine normale Sonnenblume auch eine ganz normale große Sonne raushauen. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. So könnt ihr am Anfang relativ schnell an Geld kommen. Wieder Kohle gefunden. So. Ja, andächtiges Schweigen bei mir wieder. Ich versuche so zwischendurch immer mal wieder zu der Musik zu lauschen, weil die so geil ist. Da gibt's mal gar nichts. So. Und ich muss ein bisschen gucken, wo ich hier was hinpflanze. So, jetzt können wir langsam anfangen mit dem Aufrüsten. So, und da seht ihr, der erste Pilz ist schon gewachsen. Und haut mir jetzt eine normale Sonne raus. Wäre nur schön, wenn jetzt noch ein paar Pilze davon wachsen würden. Wieder Kohle. Gut, gut, gut. So, soweit läuft das. Weil jetzt gleich kommt die erste große Welle angerauscht. Da sollten wir vorbereitet sein.
So. A huge wave of zombies is approaching. Yeah, I know that, you fucker. Hey, da der. Ich hab keinen gesehen, dass er meinen Puffroom da weggefressen hat. Der Drecksack. Ah, Jungs, ich brauche ein paar Sonnen. Ist natürlich blöd, dass ich jetzt die Walnüsse nicht dabei habe, aber es muss so gehen. Es muss so gehen. Ein Repeater und ein Eisshooter reicht anscheinend, sehe ich gerade. Das ist gut. Oh, Kohle. Ja. Was soll ich noch sagen? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, schönes Wetter draußen. Eigentlich sollte ich draußen sitzen und sollte, keine Ahnung, in der Sonne liegen, mich braten lassen und sowas. Aber nein, ich spiele Plants vs. Zombies. Noch dazu, weil in der Sonne braten ist gerade ganz schlecht, weil es ist mitten in der Nacht und naja, da ist nichts mit Sonne. So wie hier. Obwohl, ich könnte mir ja solche Sonnenblumen anschaffen, das wäre vielleicht mal, ja, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Könnte man tun. So. Läuft doch alles wunderbar. Können wir jetzt auch langsam mal anfangen, hier sinnlos zu replacen, alles, was wir kriegen können. Wir können die Pilze mal austauschen. So, nochmal Münzen, das ist gut. So. So, ja, dann würde ich sagen, dann steht unsere Linie. Dann sollen sie kommen, die Zombies. Ja, da unten der Buckethead-Zombie, der geht mir gerade tierisch auf die Nüsse. Aber er ist schön verlangsamt und wird jetzt schön vollgespuckt. Und das gefällt mir. Na komm, jetzt geht schon kaputt. Jo, sehr schön. Ja, die letzte Welle. So. Jetzt fragen sich wieder einige, warum ich jetzt den einen Pilz davor das Grab setze. Ihr werdet sehen, warum. Aus den Gräbern kommen nämlich auch nochmal Zombies heraus. Und die sind scheiße. Und da brauche ich irgendwas zum Aufhalten. Und da ich keine Walnüsse habe, nehme ich die Pilze, weil die nichts kosten. Das ist zwar auch nicht gerade das Nonplusultra, aber meine Fresse, wenn es hilft. Ja, das ist so die Scheiße. In der letzten Welle, wie schon gesagt, steigen die Jungs aus den Gräbern. Das ist ziemlich assi. Wobei ich jetzt sagen muss, die haben jetzt eh keine Chance mehr. Jo. Und da haben wir was Neues. Im Puffed Room. Und ich denke, den werden wir brauchen. Gegen die Screen Door Zombies. Das sind die Jungs mit der Tür hier. Die, ja. Sind etwas blöd. Weil die sehr viel aushalten. Ja, und dann treffen wir mal wieder eine Auswahl. Das kommt mit. Er kommt mit.
Er kommt mit. Na gut, ihn nehmen wir auch mit.